engstem Raum, in einer Gesprächssituation, in ein Miteinander, in ein gemeinsames Feiern, in ein Austauschen, sich streiten und versöhnen, wie am Weihnachtsfest und in den Weihnachtstagen. Manchmal liegt darauf ein Druck, den müssen wir noch besuchen, da müssen wir noch hin. Aber es gehört auch die Chance dazu, sich zu begegnen, sich neu auf den Weg zu machen, sich auszutauschen über Konfessionsgrenzen hinweg, über Familientraditionen hinweg und Kulturen. Das ist eine große, große Herausforderung und eine Chance zugleich. Weihnachten ist ein wunderbarer Ort und deswegen nicht zerstörbar. Aber auch deswegen, weil Weihnachten eine Geschichte hat, die kraftvoll ist. Nicht der Konsum oder die Geschenke werden Weihnachten überleben lassen, sondern diese Geschichte. Und die ist gerade heute so wichtig. Denn man könnte sich auch sagen, angesichts der Krisensituation, der Kriege, der schrecklichen, brutalen Bilder, die uns jeden Tag ins Haus hineingeliefert werden, fragt sich der ein oder andere auch in dieser Erzählgemeinschaft vielleicht doch, sollen wir jetzt unbeschwert Weihnachten feiern? Ich kann mich an kaum ein Jahr in den letzten Jahrzehnten erinnern, was so krisengeschüttelt war. Zwei gewaltige Kriege so nahe bei uns. Die Unsicherheit in der Bevölkerung wird größer, sagen die Umfragen. Die Klimakrise, auch die Sorge um die größte Polarisierung in unserer Gesellschaft, über die größte Kluft zwischen Arm und Reich, wie die Untersuchungen Soziologen zeigen, sodass viele sich Sorgen machen, wie wird das in 20 Jahren sein? Wie wird das für meine Kinder sein? Wie geht das weiter? Und die Unsicherheit ist deswegen auch groß, weil das Vertrauen in die, die Lösungen anbieten sollen, geschwunden ist. Trauen wir den Verantwortlichen zu, nicht, dass sie ein Paradies auf Erden schaffen, so töricht wird ja niemand sein, sondern dass sie Lösungen Schritt für Schritt anbieten, wo möglichst viele mitgehen können. Dann Weihnachten feiern, gerade dann. Weihnachten, so sage ich oft, ist eine Grundlage unserer Zivilisation. Nicht nur wegen der Geschichte, sondern wegen der Botschaft. Und einige wichtige Botschaften zeigen uns, dass nur mit dieser Orientierung Lösungen gefunden werden können für unser Gemeinwesen und für unser Miteinander. Das ist nicht nur eine religiöse Botschaft, sondern diese Botschaft will ja Fleisch werden im Leben der Menschen, wie wir gehört haben. Das Wort ist Fleisch geworden, nicht Theorie geworden, Praxis geworden. Ich will an eine große Linie des Weihnachtsfestes erinnern. Das ist sozusagen die große Revolution von Weihnachten. Jeder Mensch ist Bild Gottes. Das steht auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift. Jeder Mensch, Mann oder Frau, arm oder reich, krank oder gesund, schwarz oder weiß. Wir alle wissen, weder die Kirche noch die Gesellschaft haben immer auf dem Niveau dieser Botschaft gelebt. Aber das steht da. Das steht, das ist die Orientierung. Und deswegen bedeutet das auch, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Und am Weihnachtsfest könnten wir sagen, Gott gibt noch etwas dazu, er setzt noch einen drauf. Ihr seid nicht nur Bilder Gottes, ich bin in diesem Kind von Bethlehem der Bruder aller Menschen geworden. Aller, nicht nur der Katholiken und der Christen. Der Bruder aller Menschen. Das ist eine Revolution und ein Anspruch. Die Menschheitsfamilie, dass sie zusammengehört, dass sie von Gott gemeinsam geliebt ist, das ist nicht eine politische Botschaft. Das gehört zum Zentrum des Glaubens. Das ist ein ganz wichtiger Orientierungspunkt, ohne den wir auch nicht gemeinsam weitergehen können. Ich erinnere an die letzten Wochen der Diskussion über die Klimakrise. Wie sollten wir denn die Diskrepanz zwischen Arm und Reich in der Welt, die so viel Migration auch hervorruft, überwinden, sodass wir da in einer guten Weise Lösungen finden? Wie sollten wir den Klimawandel gemeinsam in den Griff bekommen, wenn wir nicht an diese eine Menschheitsfamilie glauben würden, dass wir füreinander Verantwortung tragen, dass wir verbunden sind und
nicht die einen gegen die anderen durchsetzen können und die anderen bleiben auf der Strecke. Das wird nicht gelingen, das ist keine Perspektive. Das ist das eine große Bild von Weihnachten. Das andere ist das Bild der Mutter mit dem Kind. Gerade in diesen Zeiten des Krieges ein Bild der absoluten Gewaltlosigkeit. Bei Katastrophen sagt man ja zu Recht, Frauen und Kinder zuerst. Warum? Weil sie die Hüterinnen des kostbaren Lebens sind. Wo das Leben zerstört wird, wo Leben mit Gewalt vernichtet wird, da kann keine Zukunft entstehen. Die Mutter mit dem Kind, Maria mit dem Kind von Bethlehem, ist ein Bild der absoluten Gewaltlosigkeit. Natürlich, wir Christen sind keine Pazifisten, müssen es nicht sein. Es gibt das Recht, sich zu verteidigen, wo Unterdrückung da ist, wo eine Gewaltherrschaft beseitigt werden muss. Aber niemals lösen die Waffen die Probleme. Am Ende muss es Wege geben, zueinander zu finden, miteinander zu leben, vielleicht auch erst einmal nebeneinander zu leben und in der Hoffnung auch irgendwann versöhnt zu werden. Sonst gibt es keinen Frieden, niemals. Ein gerechter Friede wird nicht durch Waffen hergestellt, sondern durch ausgleichende Gespräche und den Versuch, Schritt für Schritt nebeneinander, miteinander leben zu wollen. Dazu gibt uns das Weihnachtsfest Perspektiven. Und ohne diese Perspektiven wird es keine Lösung geben. Und ein letzter Punkt. Da ist eine Familie unterwegs, zunächst von Nazareth nach Bethlehem, um sich in die Steuerliste einzutragen. Der Staat braucht Geld. Das ist immer so gewesen. So war es damals auch. Aber dann sind sie auf der Flucht nach Ägypten. Sie müssen fliehen vor Unterdrückung und Gewalt. Und deswegen fühlen wir uns mit dieser Familie verbunden. Und die vielen, die unterwegs sind auf der Flucht, können darauf schauen. Aber es weist uns auch darauf hin, dass die Familie von außerordentlicher Bedeutung ist. In Not und Krisen, in Auseinandersetzungen. Die Familie bleibt ein Grundfundament und es ist Aufgabe des Staates, Aufgabe unseres Gemeinwesens, diese Keimzelle, diese wichtigste Entstehungszelle von Leben und Zukunft zu schützen, zu fördern, damit Menschen miteinander in Verbindung bleiben, durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens hinweg, da wo es gescheitert ist, neu anzufangen, sich neu auf den Weg zu machen. Liebe Schwestern und Brüder, Sie könnten sagen, das sind ja schöne Worte, die Weihnachtsgeschichte, aber wie sieht es in der Realität aus? Ist das nicht alles ein Traum und Illusionen? Nein. Gerade wenn wir eine Erzählgemeinschaft sind, sollten wir uns in diesen Tagen Geschichten erzählen, Narrative erzählen, wie wir heute sagen, die positiv deutlich machen, es gibt die Möglichkeit, etwas zu verändern. Manchmal scheitert es, manchmal fallen wir zurück. Aber es gibt die Möglichkeit, die Wirklichkeit ist da. Das gilt für die Gesellschaft, das gilt auch für die persönliche, gemeinschaftliche, unterwegs seiende Familie. Ich will drei Beispiele nennen. Drei Beispiele aus dem Bereich des Politischen, wo etwas deutlich wird von dem, was möglich ist. Vor 75 Jahren erschien die Charta der Menschenrechte in New York. Auch da können wir sagen, viele Menschen hungern noch danach, dass es so sei, dass die Menschenrechte durchgesetzt werden. Aber dies war ja kein religiöser Text, kein frommer Text, sondern ein Rechtstext, den alle Nationen unterschrieben haben und auf den sich viele Gruppenbewegungen dann immer wieder berufen haben und die Mächtigen in Unruhe versetzt haben, bis heute. Bis in den Iran hinein oder früher in den kommunistischen Herrschaftsgebieten konnten sich Gruppen darauf berufen und haben an den Systemen gerüttelt. Und so wird es bleiben. Der Text steht da. Man kann sich rechtlich auf ihn berufen. Das ist nicht wenig. Das ist möglich. Es war möglich, dass das unterschrieben wird. Auch wenn wir immer wieder zurückfallen. Oder für mich persönlich in meiner Biografie ein faszinierendes Projekt, was jetzt auch vielleicht in die Brüche geht. Man weiß es nie. Die Europäische Union. Ein Friedensprojekt,
nach dem Zweiten Weltkrieg von Christinnen und Christen inspiriert. Die Generation davor hätte niemals gedacht, dass es möglich ist, dass Völker sich freiwillig Mehrheitsentscheidungen auf den Weg machen, sich zusammenzubinden und auf Souveränität zu verzichten. Um des Friedens willen, um des gemeinsamen Willen. Ich werde nie vergessen, die bewegende Stunde, als ich in Paris studierte und meine Eltern mich besuchten, mein Vater, der 12 Jahre, wie er immer sagte, im Dienst des Vaterlandes verloren hat, 4 Jahre russische Kriegsgefangenschaft. Und dann stehen wir dort in Paris, oder besonders der Augenblick, wo wir in der Kathedrale von Chartres sind, und uns das anschauen. Und er, wirklich, das spürte ich, innerlich bewegt ist, dass das Europa ist, dass das möglich ist, dass wir zusammen sind, dass sein Sohn in Paris studiert. Das war für ihn die Erfüllung eines Traumes. Liebe Schwestern und Brüder, natürlich die Generationen, die jetzt da sind, erinnern sich vielleicht nicht so daran wie ich, das ist klar. Deswegen müssen wir daran bauen. Aber wir können sagen, es war möglich. Es war möglich, dass Leute gesagt haben, so, jetzt machen wir es endlich einmal anders. Jetzt werden wir Europa zu einem Friedensprojekt machen und nicht zu einem Kriegstreiber. Endlich einmal. So kann es doch auch gelingen. Und ein letztes Beispiel will ich nennen. Aus der Situation, die uns so schrecklich entgegenkommt im Heiligen Land, im Nahen Osten. Es war einmal möglich, viele von Ihnen haben es ja gesehen im Fernsehen vor Jahrzehnten, dass ein ägyptischer, ein gläubiger, muslimischer Präsident in der Knesset, im Parlament in Jerusalem, eine große Rede hielt um den Frieden, um die Versöhnung. Unter großem Applaus. Das war möglich. Er wurde von Fanatikern später erschossen, wie Sie wissen. Aber es hat stattgefunden. Deswegen war es noch nicht vergeblich. Es war möglich. Und was einmal möglich war, kann auch wieder möglich werden. Das ist die Botschaft, die wir uns erzählen müssen. Und deswegen gehört gerade an Weihnachten dazu, dass wir uns nicht durch die Narrative der Angst, der Gewalt, das, was uns niederdrückt, ständig auch nach unten ziehen lassen, sondern mit der Botschaft von Weihnachten, mit dieser nicht illusionären Botschaft, sondern mit der sehr am Menschen orientierten Botschaft von Weihnachten auch auf unsere Wirklichkeit schauen und da umschöpfen, etwas zu verändern. Das gilt auch für uns persönlich. Ich habe es ja am Anfang gesagt, Weihnachten ist diese faszinierende, wunderbare Erzählgemeinschaft von vielen Familien, von Millionen von Menschen, die sich begegnen, feiern, essen, trinken, sich ärgern, sich wieder auf den Weg machen. Erzählen Sie sich in diesen Tagen die guten Geschichten. Rechnen Sie nicht miteinander ab. Oder da, wo es Streit gab, sagen Sie doch, sagen wir den Gott, versuchen wir den Weg gemeinsam. Erzählen Sie sich die Geschichten, die Ihnen Kraft gegeben haben. Fragen Sie sich in Ihren Familien, in Ihren Begegnungen, was hat uns eigentlich in unserem Leben gut gemacht? Wer hat uns aufgebaut? Wer hat uns Richtung gegeben? Was hat uns Freude gemacht? Dann ist Weihnachten auch ein Ort, wo wir wieder neu auftanken. Im guten Sinne nicht nur ausschlafen, sondern auftanken wirklich für den Motor unseres Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, da spüren wir, Weihnachten bleibt eine Grundlage unserer Zivilisation und ein Ausgangspunkt auch für eine bessere Welt, an der wir mitarbeiten können.